So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Darkness. Das letzte Mal, deutscher Bunker. Nee, da wollen wir nicht hin, glaube ich. Ich glaube, von da kamen wir. Schauen wir mal hier rein. Genau, hier waren wir ja letztes Mal schon. Ich glaube, jetzt ist die Aufgabe, dass wir uns eine Munition suchen. Eine Munition, genau. Du bist im Waffenlager. Finde eine Granate und bring sie zur Kanone. Lässt sich auch... Warte mal. Ach so. Okay, nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. Nicht aufregen. Okay, gehen wir mal hier hoch. What? Ja, Lochtreffen ist nicht einfach für mich. Geh weg. Brechen die Deutsch? Man weiß es nicht. Der chillt jetzt erstmal eine Runde. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn jetzt nicht aussaugen, was ist das denn? Ach, fuck it. Da ist nämlich der Dude, wird gleich wieder aufstehen. Machen wir schon mal Tür auf. Werden wir gleich wahrscheinlich gebrauchen. Hallo. Wie geht's dir? Kann ich dich jetzt aussaugen? Ja. Sehr schön. Okay, da... Ah, wieder ein Brief. Warum nicht? Ja, ist es jetzt eigentlich... Das ist eigentlich die Munition hier, ne? Das ganze Ding. Ich meine, das war ja ein riesen Apparat, den wir da bedienen müssen. Von daher wird das schon passen. Okay. Meine Frage wäre gerade gewesen, wie wir das Ding jetzt so bedienen hier. Ah, ja. Oh, okay. Ja, so Trefferfeedback kriege ich ungefähr gar nicht. Ist dieser Maschlück. Mistalk. Mystik. Achso, mir fällt gerade mal was ein. Der Sound ist ein bisschen laut, ne? Nee, machen wir nicht. Stimmt, ich habe nämlich was nebenbei aufgenommen. Ach, wisst ihr, wartet, machen wir mal eben. Nee, machen wir nicht. Einen Moment bitte. So, sorry. Der Sound ist wieder okay, glaube ich. Ja, ich hatte was anderes aufgenommen über die TV-Karte. Und da hatte ich den Sound ein bisschen lauter gedreht, deswegen war jetzt hier das dann auch wieder lauter. Entschuldigung, muss ich mal eben wieder ändern. Aber jetzt ist hoffentlich alles gut. Ich treffe ihn auch einfach nicht, ne? Ist er wieder aufgestanden, einfach so. Der Drecksack. Na gut, dann mache ich euch halt so platt. Aber ich glaube, erstmal sterbe ich. Come on. Ja. Ja, nice, ey. Wo war jetzt der Speicherpunkt? War der gerade da, als ich schon eingedockt bin? Ich hoffe doch. Ansonsten könnte das hier ein bisschen nervig werden. Ja, 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 ja. Ist okay. Ah, sehr gut. Okay, hier kommen wir. Was mache ich denn jetzt hier? Das ist doch. Das ist doch scheiße. Ich spawn einfach mitten in 5 Gegnern oder so. Uff. Okay. Erstmal muss ich meine Darkness auf jeden Fall wieder rausholen, sonst halte ich nämlich gar nichts aus. I am death. Um erstmal nicht treffe. Dankeschön. Oh. So. Gehe ich jetzt dahin und saug die einfach aus. Für die hinten stehen sowieso gleich wieder auf. So. Du da. Stop going me on the sack. Give me your heart. In my English is very fine. I guess. So. Nachgeladen, das ist doch auch schön. Okay, da oben. Was machst du denn da? Ja, Problem ist natürlich jetzt, dass ich... Ach komm, wir gehen aber direkt nach oben. Scheiß drauf. Ich kann gerade sagen, dass ich den jetzt nicht ab... What? Wie langsam in der Runde gefallen ist. Komm. What? Okay, hier ist kein Eingang. Ich wollte eigentlich sagen, scheißen wir einfach auf die anderen Typen da. Ja. Einfach hier rein, ich will raus. Ich will raus aus dem scheiß Kriegsszenario. Ich hoffe, dass es der Fall sein wird, wenn wir hier die Munition eingesetzt haben. Beziehungsweise wenn wir gleich hier durchgeböllert sind. Ah ja, hier sind wir wieder. Bei dem Dude. Ich erinnere mich. Hallo.
hatte so eine gewackelt, als ich ihn berührt habe. Na gut. So. Das dickste Geschoss, was ich je gesehen habe, wird jetzt abgefeuert. Was? Viel Glück dabei und Spaß. Naja, gut. So. Ja, ah! Lebe, mir geht's gut. Voll in den Hinterkopf. So, Per. So richtig Blut an den Zähnen von der Darkness fällt mir gerade mal so auf. Cool. Okay, so. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Loch. Habe ich denn gesehen? Ich bin auch knapp dran vorbeigesegelt, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, viel Spaß dabei. Bring mir was mit. Yolo. Bringt doch eh nichts, die ist eh tot. Ich hab mich schon damit abgefunden. Trauerphase ist vorbei. Fuck you. Ich verstehe gar nicht, was die Darkness eigentlich für ein Problem damit gerade hat. Ich verstehe sowieso generell alles nicht, was so irgendwie mit diesem Kriegsszenario zu tun hat. So die Lore von der Darkness. Und die Dogut-Geschichte. Finsternis. Der Ort heißt Finsternis. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Alter, Heart of Darkness. It's where the creature dwells. I think this is the end of the line. Es gibt ein Spiel, das sogar auf Heart of Darkness basiert, dem Buch, der Geschichte. Nennt sich Spec Ops The Line und ist rein zufällig der beste Militärshooter, wo gibt. Wait. Ah, wirklich Heart of Darkness hier. Oh. Ein Brief. Oh. Nett. Eieiei. This is not for you. Extraktionsmaschine aktivieren. Darkness ist immer noch da auf jeden Fall. Aber er kotzt gerade so ein bisschen, so sieht das aus. For you here. Der Finsternis aufgeben. Hast du die nicht mehr? Das sehe ich nicht mehr. Ach so, Extraktion. Ah, da habe ich bestimmt gerade irgendeine Fähigkeit einfach nur verloren, ne? Ist echt. Muss ich das jetzt machen? Ich will eigentlich nicht. Ich will auch weiterhin meine Darkness benutzen. Jo, jetzt habe ich nur noch das da. Okay, ich muss sie besiegen. Oder? Ei. Oh Gott. Okay, what the fuck?
Ich habe nicht so ganz verstanden, was ich da jetzt tun soll. Vielleicht gemerkt. Hallo? Zimmer einfach mal rauf, ne? Das kann ich ganz gut. ja. Okay. What the hell muss ich denn jetzt wieder tun? Spiel, gib mir Hinweise. Oh, und hab keine 20 Minuten Ladebalken. Ladescreens. Ah, guck mal, ging doch. Okay, wenn ich da rangehe, dann. Stirb! Meine Güte! Okay. An dieser Stelle natürlich mal wieder. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache hier. Das. Nein! Oder will ich da rein? Nein, ich glaube nicht. Würde ich gerne. Also ich würde gerne weiter meine Darkness behalten, wie gesagt. Aber das Spiel sagt nö. Jackie sagt nö. Ich sage ja. Okay. I doubt it. Okay. Bin ich wirklich Herr der Darkness, war? Ja. Laber nicht so viel, Darkness. Du mit deiner anderen Schriftart im Untertitel. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt wieder ins Gegenwartsszenario kommen. Jo. Ah. Okay, Kinder Jenny, die ist schon gar nicht, die, ja, sowieso tot ist. Okay. Ja, cool. Endlich wieder hier, sehr schön. Scheiß Kriegsszenario. Kriegsszenario ist doof. Krieg ist doof. Das ist so, das habe ich so mitgenommen aus diesem Spiel. Weltkrieg ist doof. Wie passend, dass momentan der dritte Weltkrieg läuft. ja. Ich check mal, wie meine Waffen weg war. Oder willst du mich direkt angreifen? Nein, ich glaube nicht. Would also be neat if I had a clue what you were talking about. I'm just saying, where's my flying car? I thought we had them by now. They're called planes. No, I mean a car you could park in your garage. And when I was a kid, I was going to invent a flying car. So why didn't you? Well, I got sidetracked. Well, that doesn't surprise me. It's a full-time job being a sewage worker. I'm sorry, a sanitation technician. I should have invented a flying car. I would have made millions. But every time you try to invent something, it turns out like shit. Remember that robot you made? What was it called? The Robomatic 2000? It was 3000, actually.
It would have worked fine if I had some operating capital. It was made out of cardboard. That's just to save money on the prototype. And Lenny had to sit inside operating it. So what's wrong with that? Well, maybe I don't have the foresight of a brilliant inventor such as yourself, but it seems to me that you were pretty far off anything near a working design. That's not fair. The Lenny dependency was a design flaw, but nothing that couldn't have been resolved. Did you ever think about using a material other than cardboard, like Kevlar or something? Yeah, to protect Lenny. That's brilliant. Maybe I should re-examine that design. Something that's not so prone to catching fire. Look, I'm not so sure that's the right approach. I could make it out of cement. You find cement everywhere. Yeah, but it usually belongs to someone. All right, how about egg boxes? Also combustible. Scrap metal. There are plenty of fridges lying around, and they're always full of old electronic parts. Didn't this start with you wanting to invent a flying car? I changed my mind. Imagine what this could do for people. It'd be a cheap source of labor for everyone. Okay, dieses Gespräch hat so überhaupt nichts zur Geschichte beigetragen, aber ich fand's trotzdem cool. Uiuiuiui. Okay. Das ist eigentlich Auftrag. Wir sind eigentlich tot. Wir waren mal tot. Schrode und so, man erinnere sich. Gott. Das letzte, was das Schrode erwähnte, war irgendwas mit Mutter Gottes. Vielleicht bekommst du was aus Winnie Mortadella raus. Er hängt immer an der Fulton Street U-Bahn-Station rum. Okay. Hazelgrove's Medaillon. Der Engel sagt, möchtest du seiner Frau das Medaillon bringst. Wir gucken mal. Vielleicht ist die das ja in der einen Bahn-Dings da. Ah ne, die alte Lady Polanski. Also es ist halt genau wirklich die gleiche. Naja, okay. Ja, zumindest dieses Pajamas-Ding würde ich schon eigentlich ganz gerne mal machen. Bis sie allerdings wissen, wo das ist. Wir sind ja jetzt wieder. Ja, eigentlich kann ich direkt wieder in die U-Bahn-Station gehen, ne? Wir können auch mal gucken. Moment. Ist hier zufällig ein, nee. Schade, okay. Kein Briefkasten. Die kann ich jetzt auch wieder abgeben, nicht wahr? Kann ja wieder Anrufe tätigen? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht wieder gemacht in diesem Jahr. Einige Folgen her, glaube ich. Schauen wir mal. Oh Gott, Crazy Abdul kommt, ist wieder da. Through the Midtown Tunnel, with a guy who can't speak a lick of English, my buddy, Crazy Abdul. Also so bescheuert, ne? Crazy Abdul. Den würde ich, wie gesagt, gerne mal kennenlernen. Lad schneller. Dankeschön. Oh, wo sind wir denn hier? Hallo, bist du Jimmy Mortadella? Nein. Sind Sie Jimmy Mortadella? Nein. Okay, ich gebe auf. Haben wir irgendwelche... Ne, wir haben natürlich keine Zettel mehr rumfliegen. Na gut. Dann halt nicht. Muss ja auch nicht sein. Du Jimmy Mortadella. So ein Briefkasten wäre halt auch schön. Bist du Jimmy Mortadella? Du bist Jimmy Mortadella. Winnie, Entschuldigung. That cocksucker Eddie Schrute. That's one hell of a stunt you pulled. Where you been? We don't care about those drones. I spent a couple of weeks in a dark place. You wouldn't understand. Mystery man, huh? Well, you sure made some waves, son. The Chicago boys are considering pulling the plug on your dear old Uncle Paulie. He's on his knees, ready to suck whatever dick he can so they won't freeze his assets. He's holed up. Not even Butcher knows where. Schrode's people mentioned Mother of God. Now, I think it had something to do with the administration in Chicago. You know anything about that? Strange. He and Paulie got religious? Run the name with Butcher.
He's gonna shit in his britches when you show up. You're supposed to be dead. Strange. He and Paulie got religious. Run the name with Butcher. He's gonna shit in his britches when you show up. You're supposed to be dead. So go see Butcher. He should be over Aunt Sarah's. He's helping her out with some stuff or some shit. I don't know. Okay. Dann ist das unsere nächste Mission. Du bist doch hier so eine komische. Was? Nee. Warst du die alte, die das Ding? Nee, du warst. Nee, du warst die. Hier, ne? Wo ich das machen sollte. Ah, das geht ja nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Was ganz schön ätzend ist. Warte ich schon mal, oder bist du die alte, die das Ding verloren hat? Ja. Mhm. Boah, das könnte halt hier auch wieder überall sein. Ja, ich werde es vielleicht mal einfach. Ja, ich glaube, sie can't imagine where it is. Ich werde vielleicht einfach mal. Was? Little Petey. Jackie, don't you remember me? Little Petey. Hey, listen. I need to ask a favor. Can you deliver a message for me? Okay. Sure. What, you want me to whack someone? No. This is strictly under up and up. It's not a job. It's just a message. Take this envelope and give it to Mickey Famiano. I'll come into Canal Street on the A train. Jesus, Petey. Why not give me something a little bit challenging? How do I recognize this guy? Yeah, he's a cocky son of a bitch. Wears a hat. A red hat. Day and night. Yeah, you won't miss him. Okay. Interessant. Ach, guck mal. War das Klo hier. Ja, dann würde ich aber ganz gerne die Folge vor heute beenden. Haben wir noch einen Nebenauftrag. Toll. Ist ja nicht so, als wenn ich schon viel zu viele hätte. Oder auch irgendein. Oh, ach, guck mal. Die lebt halt echt noch. Wie geht das denn? Müsste ungefähr 120 Grad sein. Yes, I'm Rosie Hazelgrove. Mrs. Hazelgrove? I know this is gonna sound real strange, but there's something I need to tell you. What is it, dear? Spit it out. I have a message. It's from your husband, Charlie. He wanted me to tell you that he always thought of you. He still does. I mean, Mrs. Hazelgrove, he told me to tell you. You always the light in the darkness. He wanted me to give you this. Where did you get this? Oh. Thank you, my dear. Thank you. You're an angel from heaven. Charlie, I always knew you're waiting for me. Irgendwas ist hier nicht so ganz richtig gerade auf jeden Fall gewesen. Aber macht ja nichts. Okay, geil. Haben wir das tatsächlich gefunden? Das muss man tatsächlich hier machen, ey. Das hätte ich aber auch nicht erwartet. Dann wechsle ich jetzt einmal wieder hier die Gegebenheit, damit hier gespeichert wird. Ja, nächstes Mal werde ich dann vielleicht auch mal ein bisschen gucken. Bezüglich Nebenaufgaben, was man noch so erledigen kann, weil das Spiel, ja, ich denke, es geht noch ein bisschen, aber halt auch nicht mehr so lange, ne, und bevor wir die Aufgaben vielleicht nicht mehr erledigen können, will ich die dann doch mal vielleicht nachgoogeln, weil manche sind ja dann scheinbar doch nicht so einfach, sage ich mal, gerade das hier mit Pajama, ne, so, er hat einfach nur eine Zimmernummer gegeben, in welchem fucking Haus, hat nicht gesagt. Gut, die andere Nebenaufgabe, die wir jetzt gekriegt haben, die sieht eigentlich recht einfach aus. Naja. Schauen wir dann mal, ne? Gut, ich sage aber auch schon mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Die Folge ist jetzt ein bisschen lang geworden, aber macht ja nichts. Wir haben zumindest noch ein bisschen was erledigt. Und ja, nächstes Mal geht's dann hier weiter. Wahrscheinlich mit ein bisschen Nebenaufgaben. Also bis dahin, ne? Tschüss.